Ja, nachdem ich das letzte Mal nicht mehr weiter wusste, habe ich halt einfach noch rumgetestet und rumgemacht und ja, bin zu dem Entschluss gekommen, wir können in diesem Haus jetzt so nichts mehr tun. Also wechseln wir mal zu einem von unseren anderen Protagonisten, denn es gab ja noch einen anderen Weg und der ging hier runter. Warte mal, bevor wir da irgendwie jetzt irgendetwas übersehen. Genau, stimmt ja, hier war der Knochenhaufen. Irgendwie. Femur, Knochenhaufen, Femur. Aha. Und nehmen wir einfach mal einen Knochenhaufen mit. Ich weiß zwar nicht für was, aber wir nehmen mal einen mit. Ja, hier geht's runter. Wer weiß, vielleicht ist das ja. Vielleicht bringen die Eltern ja regelmäßig ihre Kinder, Zwillinge um, weiß es ich. Und da sind die Kinder dahinter gekommen und deswegen vergiften sie ihre Eltern, bevor die Eltern sie vergiften. Wer weiß. Aber hier ist nochmal eine neue Geschichte für uns über den Mönch. Mangelnde Balance. Ja, es gehört eigentlich zu einem Mönch dazu, dass er durch Übung das erlernte. Da hinten geht schön mit Leichtigkeit über die Baumstämme und der hier. Es scheint wohl ein Tollpatsch zu sein. Ob das vielleicht unser Mönch ist und das ihm irgendwann mal auf den Sack gegangen ist und der vielleicht deswegen seinen Meister umgebracht hat? Wer weiß. Ich meine, so ganz koscher ist er ja auch nicht. Aber wohin geht's jetzt hier? Ah! Okay. 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 Warte mal. Ich hoffe nur, dass der Swauzi jetzt nicht wach wird. Oh, das sieht aber hier schön aus. Drei Türöffner. Und da geht's nochmal zu einer Höhlentour. Also ich denke mal, wir erfahren jetzt ein bisschen mehr über unsere Charaktere, was so in der Vergangenheit passiert ist. Ich glaube, darauf wird sich das jetzt alles konzentrieren. Aber ich finde es auch cool, dass wir jetzt wieder unsere Freunde benutzen müssen, um weiterzugehen. Und das heißt, wir schließen hier dieses Ventil. Aber ich gehe in Sicherheit, bevor Wauzi nämlich meint, irgendwie uns vielleicht folgen zu müssen. So, das heißt, wir wechseln wieder zu unseren Zwillingen, die da so ganz brav stehen und nur darauf warten, das Rattengift zu nehmen und die Eltern zu vergiften. Denke ich mal, ich vermute es nur. Das wäre jetzt eigentlich das Plausibelste für mich. So. Rattengift. Rat poison. You know, if one were to examine this box of rat poison carefully, the instructions would read: One small thimbleful added to food will cause intense, horrifying, and excruciating death. Side effects include tingling, blurred vision, occasional dryness of the mouth, and getting to go outside and play. Nebenwirkungen kribbeln, okay, und Erlaubnis draus zu spielen, okay. Also, ich denke mal, wir müssen dies in die Suppe von Mama und Papa reinmachen, aber ich finde es schon lustig, dass da laut Anweisung eine Messerspitze ins Essen gemacht werden soll. Na komm, guck weg, Mutti. Muffy pennt. Moment, vielleicht We should move to the country. müssen wir vielleicht Muffy wecken? Deswegen den Knochen? Wir werden es gleich wissen. Ich habe keine Ahnung, aber. Ich vermute mal, dass wir den Hund wecken müssen, weil jedes Mal, wenn der Hund gebellt hatte. Be quiet.
Okay, das muss dann schnell gehen, alles klar. Please stop your barking. You don't want to upset the twins, like the last dog did. Soup is ready and it smells delightfully delicious. Why don't you two darlings go wash up for dinner? Don't take too long or we might start without you. Alles klar, Mutti. Gut, fangt mal ohne uns an. Wir gehen mal uns die Hände waschen. Wartet bloß nicht auf uns. Fangt schon an mit dem Essen. Doing as they're told? The twins might be turning over a new leaf. Okay. Da liegt. You see, this is why I never had kids. Well, that and being a cave with no real form of reproduction. But that's beside the point. The point is, the twins, well, I don't know if there is a point to their madness. But they may find their newfound freedom comes at a cost greater than they're capable of imagining. And as with the rest of our travelers, and perhaps even you, I guess only time will tell. Shall we continue our journey? It's been so enlightening thus far. Ooh, I can't wait to see what happens next. Ja, das sind wir auch. So, das ist das dunkle Geheimnis der Zwillinge. Sie haben Mutti und Vati umgebracht. Eigentlich mag ich Mutti, den Ausdruck von Mutti und Vati nicht. Aber ist mir jetzt rausgerutscht. Egal. Aber soweit ich weiß, war da oben noch die Eingangstür verschlossen. Wir durften ja die ganze Zeit nicht spielen gehen. Das machen wir jetzt. Hab zwar keine Ahnung. Ups. I'm sorry. Juppie. Warte mal, was da? Es sind wieder drei Hebel. Also hier sind mittlerweile überall Hebel. Ich weiß aber halt nicht, ob wir jetzt das hier aufmachen wollen oder das nächste aufmachen. Also, warte mal, ich glaube mit... Okay, wir können da so nicht durch. Wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Das leuchtet ja irgendwie in den Farben von unserer Zukunftsreisenden. Gut, dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Femur. So, das heißt, und unsere süßen kleinen Twins übernehmen den nächsten Hebel. Aber da hinten waren doch auch noch Hebel, also... Keine Ahnung. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wohin das geht. Ja. Sehr lecker. Weiß nicht. Oops. No doubt you have realized by now that here in the cave, the rules of time and space are not exactly, well, set in stone, so to speak. But for the time traveler, time and space are mere playthings, tools manipulated to pay back petty slights. So, prepare yourselves for a tale of revenge that spans a million years. And remember, even with the best of intentions, time travel can be unpredictable. And with the worst of intentions, well, I guess we're about to see. Oh, I'm sorry, I was just trying to scare you. Na, Angst macht uns das sicherlich nicht irgendwie. Dachte ich mir eben gerade nur, jo, ein bisschen bekloppt ist, ja. Aber gut, ja, wir erfahren gerade, dass unsere Zeitreisende hier mit Raum und Zeit rumspielt, um Rache auszuüben. Zeitmaschine. Okay, da unten fehlt eine Sicherung. Ja, dass unsere Zeitreisende halt in die Zeit reist, um Rache auszuüben, aber wegen was? Das kriegen wir bestimmt noch raus. Gut, hier gibt es viele Wege nach Rom, also
Wir gehen mal systematisch vor und gehen erstmal die Leiter hoch. Ja, komm weiter. Nicht so faul. Aber die Musik ist eigentlich ganz toll. Na. Okay, was zeigt uns das Bildchen? Bester Angestellter aller Zeiten. Nicht er. Ach, nicht er. Okay. Das ist wohl unsere Zeitreisende hier. Die regt sich wohl gerade drüber auf, dass der beste Angestellte aller Zeiten ist. Warum? Gute Frage. Keine Ahnung. Vielleicht einfach nur, weil er blöd aussieht. Blech. Sieht eklig aus. Was haben wir hier? Ah, okay. Ach so, ja, das war ja das mit dem, ja, wo ich dann lieber die Tastatur nehme, nämlich da kann ich besser ziehen als mit der Maus. Haben wir ja letzte Folge feststellen müssen, dass das besser funktioniert. So, da haben wir schon mal unsere Sicherung für den Kasten, um unsere Zeitreise unternehmen zu können. Keine Ahnung, ob in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Das wird sich noch rausstellen. Ja, ja, ja. Lauf, 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 lauf. So, okay. Jetzt müssen wir erstmal runter, obwohl dahinter geht's auch noch. Wohin geht's denn da? Irgendwo geht's da halt auch hin. Okay. Nee, wir gehen erstmal Treppe runter. Treppe runter, Treppe runter, Treppe runter. Bin aber immer so neugierig, deswegen laufe ich dann immer so ein Stückchen, um zu schauen, was da los ist. Okay. So. Leerer Sicherungskasten, jetzt befüllt und Maschine ist bereit. Na dann, beeil dich mal und mach keine Faxen. Lauf, 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 lauf. Oh. Könnte ein bisschen schneller gehen. Danke. So. Und jetzt. Zeitmaschine. Behold, Science. Science. Wissenschaft. Museumsknopftür. Ups. Ja. Beste Angestellte aller Zeiten. I thought we fired you. Still sorry about getting passed over for greatest employee of all time. I'm sure you saw my commemorative photo on the way in. Don't feel bad. My family has been working here for generations. I take that back. Do feel bad. Moment mal, der sieht... Personality must not be a big hiring point here. Da gebe ich der Höhle mal recht. Ja, aber der sieht doch aus wie unser Höhlenfuzzi von oben, der da rumgejammert hatte, weil er keine Sehenswürdigkeiten mehr hatte. Beste Angestellte aller Zeiten. Museumsknopf. Aha, okay. Ist da oben jetzt vielleicht noch irgendwas anderes? Sieht ja jetzt alles komplett anders aus. Ja, die Frage ist, warum regen wir uns darüber so auf, dass er bester Angestellter ist? Okay, und nicht wir. Das heißt, vielleicht hat er uns einfach den Job weggenommen. Okay, antiker Arcade-Automat. Wie, kein... Also ich hätte schon ein bisschen Lust zu zocken. Mal gucken, gibt es hier noch etwas Interessantes? Ach nee, guck mal, das ist ja da weg. Sieht aber jetzt sehr schön aus mit den Kristallen im Hintergrund. Gut. Gibt es nichts Besonderes. Das heißt, wir latschen die Treppe wieder runter. Latsch, 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 latsch. Können wir das vielleicht anklicken? Guck mal, da gibt es noch
eine alte Dose. The greatest employee of all time award comes with a pretty big raise. Have I rubbed that in yet? Nee, aber jetzt. Vielen Dank für die Information. Sprechanlage. This exhibit features the ancient combustion engine, or as it was commonly known at the time, the Dino Hibernator. In the early 21st century, humans used these primitive engines to power everything from toothbrushes to toasters, even elevators. Ancient man's addictions to toast and teeth brushing quickly exhausted the world's oil supply. Once the precious substance was finally depleted, ancient man was forced to find more advanced sources of power. Research that led directly to the modern hover boot design. It also set the stage for the bad oral hygiene fashion craze we still see to this day. Schlechte Immuntierchen, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass wir solche Maschinen gebraucht haben, um jetzt, also brauchen, um uns Toaster zu bedienen oder so. Also, nee. Aufzugknopf. Warum? Ups. Ja, nett, dass du dir da sämtliche Knochen brichst. Deine fortschrittlichen Knochen. Was? Smurf. Ups. Alles klar, okay. Aber ich wette mit euch, diesen Schlüssel werden wir brauchen. Archaeologists have yet to determine the original use of the Smurg. Thousands of these strange artifacts have been recovered at ancient dig sites around the world. People living in long gone eras often carried several in their pockets at all times, leading some experts to attribute to the Smurg a religious or mythological significance. Other historians dismiss this reasoning, claiming a more mundane use by teenage boys to twirl and braid their hair. We may never know the true use of the Smurg. What do you think it did? Naja, ich würde sagen, Smurg ist eigentlich ein Schlüssel und ja, wir haben damit unsere Türen aufgeschlossen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so macht, mit Hypnotisieren oder so vielleicht. Naja, okay, Fingerabdruck, Augenscan. Wird bestimmt auch alles noch kommen. Ja, wer weiß, vielleicht denken die in Zukunft wirklich über uns so, dass wir so beschränkt gewesen sind. Naja, das stimmt auch teilweise, meistens. So, ein schlechter Sieger. Ein schlechter Sieger, ja, ziemlich arrogant und hochnäsig ist der gute Mann. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn Menschen so sind, dass anderen ihren Erfolg unter die Nase reiben müssen, das nicht heißen sollte, dass ich es keinem gönne. Aber wenn man so offensichtlich damit rumprallt, kann man sich das sonst wohin stecken. So, smell like a real live dinosaur with our newest interactive exhibit experience. Dinosaurs existed over 10,000 years ago, when they roamed the world's highest mountain peaks in search of fruits and berries. Dinosaurs were social animals that lived in groups governed by a rigid organizational structure. An alpha dinosaur was the lord of his tribe, leading foraging trips and assigning tasks. Fun fact, dinosaurs required no sleep and had to keep in nearly constant motion to survive. Much like the Amazon forest-dwelling penguin. Naja, so sieht's bei meinen Fischen auch aus, wenn ich ins